Das Monsterverse bekommt Destoroyah. Darüber haben wir jetzt ja schon vor ein paar Tagen ausführlich gesprochen in dem Video, was ich dir mal da oben verlinkt habe. Jetzt gibt's allerdings neue News. Zum einen zum Prequel zu Godzilla Minus One, zum anderen aber auch von Adam Wingard selber, der sich nun ganz ausführlich oder relativ ausführlich zur Zukunft des Monsterverse an sich geäußert hat. Wir quatschen jetzt mal über beide Film-Franchises, die jetzt da irgendwie neu aufgeblüht sind. Fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, zuallererst beschäftigen wir uns hier mal mit ein paar Aussagen, die von Toho selber getroffen wurden zum Thema Godzilla Minus One Prequel. Nein, Sequel, also die Fortsetzung zu Godzilla Minus One. Interessanterweise hat der Regisseur von Godzilla Minus One sich nämlich mal dazu geäußert, wie genial und wie clever er doch bei der Entwicklung dieses Films vorgegangen ist. Und das mag sich jetzt erstmal irgendwie sehr arrogant und dämlich anhören, aber ich muss wirklich sagen, er hat vollkommen recht, denn Godzilla Minus One wurde tatsächlich so konstruiert, dass der Film zum einen hätte so ein einzelnes Werk hätte bleiben können, sollte Godzilla Minus One eben nicht einen so dermaßen Erfolg bekommen, wie der Film ihn nun eben bekommen hat. Ich meine, er ist quasi der erfolgreichste Godzilla-Film aller Zeiten. Von den Zahlen her bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, von den Einnahmezahlen her. Ich meine aber auch, auf jeden Fall eben von den Auszeichnungen her, ist das der allererste Godzilla-Film seit 1954, der einen Oscar gewonnen hat. Und natürlich geht es jetzt damit weiter. Sollte der Film allerdings einen nicht gedachten Erfolg bekommen, den er nun also bekommen hat, hat man in Godzilla Minus One ganze zwei Hinweise eingebaut, wie die Geschichte nun vorangehen könnte. Und diese beiden Hinweise, ja, die lassen uns tatsächlich auf zwei sehr spezielle Gegner schließen. Zum einen soll laut Fantheorien sowohl Biollante eine Rolle im nächsten Film spielen können, denn das wäre hiermit schon angeteased worden. Zum anderen aber sollten wir ebenfalls ganz klare Indizien für Destoroyah im ersten Film bekommen haben. Also ja, wenn wir Glück haben, bekommen wir sowohl in Godzilla Minus 2 oder Plus, wie der Film ja anscheinend heißen wird, Destoroyah und auch im Monsterverse Destoroyah. Dass das Ganze so abläuft, da will ich mir meine Hand nicht für ins Feuer legen. Allerdings hört mir jetzt mal ganz kurz zu, was denn in Godzilla Minus One angeblich angeteasert wurde für Biollante und eben für Destoroyah. Und ja, jetzt wird es hier Spoiler zu Godzilla Minus One geben. Der Film wird bei uns hier am 3. Mai erst auf Amazon Prime zur Verfügung stehen. Das heißt, da könnt ihr den Film digital kaufen. Ich schätze mal auch dann um diesen Zeitraum rum, irgendwann dann ebenfalls auf DVD. Und wenn ihr jetzt hier noch keine Spoiler haben wollt und mehr zum Monsterverse rüber switchen wollt, dann switcht doch einfach mal in der unten in der Beschreibung, in der Kapitelübersicht in Richtung Monsterverse. Dann könnt ihr diesen Part jetzt hier erstmal überspringen, weil jetzt wird es hier Spoiler geben zu Godzilla Minus One. Beginnen wir jetzt erstmal damit zu besprechen, warum Filmtheoretiker davon ausgehen, dass Biollante ein Teil der kommenden Toho-Filme werden könnte. Denn was wir hierbei nicht vergessen dürfen, ist, dass ja auch Toho sich bereits dazu geäußert hat, dass sie jetzt quasi eine direkte Fortsetzung zu Godzilla Minus One machen wollen, und erste Gerüchte sagen ja auch schon, dass langsam die ersten Pläne aufflackern könnten, die dann besagen, dass wir quasi eine neue Godzilla-Ära eingeleitet bekommen. Sowas wie die Heisei-Ära oder eben, wie sie alle heißen, die Showa-Ära, wäre das hier jetzt eben eine weitere Ära, und die soll wirklich Filme bekommen, die dann chronologisch aneinander geheftet passieren. Das heißt, Godzilla Minus One wäre Teil 1, Godzilla Plus dann Teil 2, Godzilla Wurzel durch Ghidorah ist dann eben Teil 3 und so weiter und so fort. Das heißt, die Monster, die wir jetzt hier besprechen, also Biollante und Destoroyah, die müssen jetzt nicht zwingend beide im nächsten Film auftauchen. Am Ende von Godzilla Minus One sehen wir allerdings, wie unsere Protagonistin, die ja vermeintlich bei dem Atomic Breath Angriff von Godzilla gestorben ist, die ganze Nummer überlebt hat. Und ganz zum Schluss sehen wir dann auch noch, wie sie am Hals diese schwarzen Linien da bekommen, diese schwarzen Adern eben bekommt. Der Film klärt nicht wirklich auf, was es damit auf sich hat. Allerdings wurde das Ganze im Nachhinein dann doch von Toho aufgelöst, was ich sehr witzig finde, so nach dem Motto, die Fans raffen es nicht, wir müssen es denen jetzt einfach erklären, die checken das nicht. Und zwar geht es dabei eben einfach darum, dass, ich habe ihren Namen wieder vergessen, ihr wisst aber, wen ich meine, ich werde sie hier mal einblenden, dass unsere Protagonistin diesen Angriff des Atomic Breath eben nur überleben konnte, weil sie nach dem Angriff eben von dieser radioaktiven
Asche, die vom Himmel runtergekommen ist, getroffen wurde und dadurch dann auch diese Regenerationsfähigkeiten bekommen hat, die Godzilla in Godzilla Minus One ebenfalls hat. Das sehen wir ja dann zum Teil auch, als Godzilla eine Bombe im Mund hat und die wird dann eben abgeschossen und fliegt so in die Luft und Godzillas halbes Gesicht platzt dann dabei weg und dann wächst das Gesicht nach und nach wieder zusammen. Und diese Heilungsfähigkeit soll durch diese atomare Verseuchung ebenfalls auf sie übergegangen sein. Tatsächlich soll das eine offene Ende sein, welches dann für eine Fortsetzung führen könnte. Und ja, diese Frau soll laut diesem Gerücht dann auch im nächsten Film zu niemand Geringerem als Biollante mutieren. Wie das Ganze hier aussehen soll, darauf wird nicht wirklich explizit eingegangen. Wir hatten das Thema ja auch schon mal besprochen, dass die Entstehung von Biollante, die ist eben nicht so wie in Godzilla, wie jetzt hier in dieser Theorie, sondern ein bisschen anders. Allerdings könnte man die auch gerne ein bisschen abwandeln. Ich meine, Biollantes Origin-Geschichte, die habe ich euch mal da oben verlinkt, da haben wir erst letztens drüber gequatscht, dass Gia aus dem Monsterverse möglicherweise auch zu Biollante werden könnte. Und Biollante hat nun mal auch einen Teil der Zellen von Godzilla selber und dann eben auch noch zum Teil Zellen von einer Rose. Das Ganze wurde im Original Toho-Film allerdings nur andersherum bewerkstelligt. Da ist dann quasi ein Mädchen gestorben. Der Vater des Mädchens hat die Zellen des verstorbenen Mädchens mit Rosen kombiniert. Dann gab es ein Erdbeben, die Rosen sind kaputt gegangen. Daraufhin wurden dann die Rosen, in welcher die Zellen des Mädchens waren, mit Godzilla vereint, mit Godzilla-DNS vereint, der ja eben auch diese Heilungskräfte hat, damit das Mädchen irgendwie noch in irgendeiner Form überleben kann und dann kam eben Biollante dabei raus. Das heißt, es würde hier schon Sinn ergeben, denn wir hätten dann nun mal jetzt schon den Teil, dass die Frau aus Godzilla Minus One bereits mit Godzillas Zellen verseucht, ich nenne es einfach mal verseucht ist. Als nächstes bräuchten wir eben nur noch die Komponente der Pflanzen, um Biollante wirklich entstehen zu lassen. Das könnte man jetzt irgendwie x-beliebig herbeidichten und ich finde, dass das relativ Sinn ergibt für eine Fortsetzung, denn es wurde ja gesagt, dass das hier eines der beiden Enden ist, die eben offen gelassen wurden. Und dann davon auszugehen, dass sie zu Biollante wird, das ist natürlich nur eine Theorie. Das macht für meinen Gedankengang auf jeden Fall Sinn. Das heißt, möglicherweise bekommen wir Biollante nicht im Monsterverse als nächstes. Nein, wir bekommen möglicherweise im nächsten Toho-Film Godzilla aus Godzilla Minus One gegen Biollante. Da hätte ich unfassbar Bock drauf, macht das auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, sogar mein Lieblingsszenario. Dann kommen wir jetzt zu Szenario Nummer 2. Und ich erkläre auch gleich, warum ich meine, dass dieses Szenario jetzt noch nicht im nächsten Film passieren wird. Wahrscheinlich erst im übernächsten Film. Destroyer. Ja genau, der Destroyer, bei dem auch Adam Wingard sich schon dazu geäußert hat, er hätte ganz gerne als nächsten Monsterverse-Film einen Film, der sich mehr mit Godzilla beschäftigt. Er würde da auch sehr gerne Destroyer mit einbauen. Das heißt, Adam Wingard hat sich wirklich dazu geäußert, dass er diesen Erzfeind von Godzilla im nächsten Film einbauen möchte. Allerdings hat auch Toho sich dazu geäußert, was denn das zweite offene Ende in Godzilla Minus One gewesen ist. Und zwar erklärte der Regisseur, dass wir bereits in Godzilla Minus One eine Art von Oxygen Destroyer bekommen haben. Ich bin immer noch der Meinung, das war der Oxygen Destroyer 1:1 dasselbe, nur eben realistischer rübergebracht als noch im Original-Godzilla-Film. Aber im Endeffekt ist diese Waffe, die hier zwar nicht Oxygen Destroyer genannt wurde, der Oxygen Destroyer. Und diese Waffe wurde ja nun über dem Meer bzw. im Meer aktiviert. Und das soll laut Takashi Yamazaki ein weiteres offenes Ende sein, welches er für eine Fortsetzung benutzen könnte. Und ja, jetzt wurde hier erneut wieder nicht auf Destroyer selber eingegangen, aber seien wir einfach mal ganz ehrlich, was für ein offenes Ende sollte denn sonst diese Waffe im Meer für eine Fortsetzung offen halten? Man könnte auch sagen, ja, er hat sich dabei vielleicht doch einfach nur auf Godzilla selber berufen, denn Godzilla ist ja am Ende des Films quasi nur noch so ein pulsierender Klumpen gewesen, der immer noch am Leben war, aber eben, naja, nicht mehr eine Gefahr für uns darzustellen. Möglicherweise geht er auch einfach nur darauf ein, dass die zweite Möglichkeit einer Fortsetzung eben Godzilla selber wäre, der einfach nochmal auftaucht. Allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, dass er damit mir einen Hinweis gibt, dass Destroyer auch eine Option für ein Godzilla Minus One Sequel sein könnte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Destroyer nahezu genauso auch im Original Toho entstanden ist, also quasi in der damaligen Version, eben durch den Oxygen Destroyer, der im allerersten Schwarz-Weiß-Godzilla-Film für Godzillas Tod gesorgt hat und der dann eben diese Urzeitkrebse zum Mutieren brachte und da hat sich dann eben einer davon zu Destroyer formiert. Und dass Godzilla Minus One irgendwie eine kleine Neuauflage des alten Films ist mit kleinen Veränderungen, so ähnlich wie
ein Soft-Reboot, das kann man ja ganz schwer leugnen. Also es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn man hier in diese Richtung gehen würde. Kommen wir jetzt zu den Monsterverse-News. Adam Wingard hat sich dazu geäußert, wie es jetzt mit der ganzen Nummer weitergehen sollte. Und ich habe ja schon gesagt gehabt, dass wenn Godzilla Kong genug einnimmt an den Kinokassen, dann wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben. Und selbst Adam Wingard hat ja noch gesagt, er muss erstmal abwarten, wie jetzt die Einnahmen zum Film werden. Da habe ich noch gesagt, da steckt mir persönlich zu wenig Vertrauen in der ganzen Nummer drin. Und jetzt haben wir auf jeden Fall relativ offizielle Gewissheit. Er hat zwar noch nicht offiziell bestätigt, dass es jetzt auf jeden Fall weitergeht, allerdings sind sowohl die Kritiken des Films unfassbar positiv, zumindest von den meisten Fans und ja, auch von einigen Kritikern. Fan-Reviews sind aber meistens eh wichtiger als die von irgendwelchen Kritikern, denn ihr oder ich, also wir Fans von so Franchises, wir bezahlen die ganze Nummer ja ebenfalls in der Regel. Und die Fan-Meinungen zu diesem Film sind unfassbar positiv. Die gehen sogar so weit, dass die sagen, dass Godzilla Kong der beste Film des gesamten Monsterverse ist. Und ich weiß, es gibt da auch Ausnahmen, das ist vollkommen cool, jeder hat seine eigene Meinung. Ich bin ja irgendwo so in der Mitte eingependelt. Auf jeden Fall sprechen jetzt sowohl die Kritiken des Films als aber auch die Zahlen des Films definitiv dafür, dass wir eine Fortsetzung bekommen würden. Und Adam Wingard fängt das Ganze natürlich jetzt sehr, sehr gemächlich an. Er hat diese Zahlen gesehen und denkt sich jetzt einfach, okay, wir müssen jetzt auf dem Boden bleiben. Das Ding wurde ein unfassbarer Erfolg. Damit haben wir niemals gerechnet. Deswegen hat der Film ja auch keine Post-Credit-Scene. Deswegen müssen wir jetzt die Sache ganz langsam angehen. Wir brauchen 7 Spin-Offs. Ja, das ist tatsächlich der Wunsch von Adam Wingard, der diesen geäußert hat. Er würde sich für das Monsterverse gerne 7 weitere Spin-Offs wünschen. Wir können jetzt gerne darüber diskutieren, was das alles sein soll. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob Monarch jetzt schon mit dazu zählt. Wahrscheinlich aber nicht. Dann hätten wir einfach 8 verschiedene Spin-Offs. Ist der Hintergrundplan dabei vielleicht wirklich in den Kinofilm immer so viele Titanen wie möglich reinzuklatschen und dann noch einzelne Serien zu machen über einzelne Figuren? Dass wir zum Beispiel eine Serie bekommen mit Gia und Mothra, wir bekommen eine Serie mit Kong und Shimo, wir bekommen eine Serie mit Godzilla und dann im nächsten Film kommen die wieder alle zusammen. Auch dann würde ich nicht auf 7 Spin-Offs kommen. Aber auf jeden Fall war das Adam Wingards Vorschlag, wie man das Ganze jetzt weitermachen würde. Und scheinbar hat er jetzt nach diesem Film so ein extremes Vertrauen in das Franchise bekommen, wo ich mir jetzt aber auch wieder denken muss, das ist jetzt natürlich besser, dass du jetzt auf jeden Fall sagst, okay, wir planen jetzt direkt größer, wenn ihr schon ein Universum aufbauen wollt. Aber Alter, 7 Serien, beziehungsweise 7 Spin-Offs, da können ja auch noch Filme drunter zählen. Wie wäre es einfach mal mit 2 für den Anfang? Vielleicht einem nochmal dazu und keine Ahnung, lasst uns erstmal abwarten, was da am Ende bei rauskommt. Auf jeden Fall sind das so Adam Wingards Wünsche für die Zukunft. Destroyer bitte im nächsten Film, der dann einen Fokus auf Godzilla legt und 7 Spin-Offs zu Monsterverse. Jetzt wirst du immer du gefragt, wie ist deine Meinung zu der ganzen Nummer oder eben zu beiden Geschichten? Was sagst du zu der Thematik Godzilla Minus One Sequel? Was sagst du zum Thema Monsterverse Spin-Offs? In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.